Möchtest du das Beste für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschuss ist, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigere Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolk-Koppelstangen-Pendelstützen exklusiv auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus und ziehe die Handbremse an. Um die Koppelstange an deinem Wagen zu wechseln, musst du den vorderen Teil anheben und die Räder entfernen, damit du ungehindert Zugang zum Federungssystem hast. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens vor diesem Schritt das Tutorial «Deinen Wagen sicher anheben» anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Die Koppelstange verbindet die Stabilisatorstange mit den Querlenkern, damit die Räder immer flach auf dem Boden bleiben. Diese Elemente sind oft sehr schwergängig, deshalb kannst du ruhig ein Kriechöl verwenden, um den Vorgang zu erleichtern. Um ungehindert Zugang zur Koppelstange zu haben, löse den Querlenker vom Achsschenkelträger. Dazu empfehlen wir dir unser Video, wie den vorderen Querlenker am C1-1 wechseln, anzuschauen. Bei diesem Fahrzeug ist die Koppelstange direkt am Querlenker fixiert. Löse mit einem 10er Maulschlüssel, einem Steckschlüssel und einem 12 mm Einsatz das Gelenk der Koppelstange. Verwende dann eine Brechstange als Hebel zwischen der Koppelstange und dem Querlenker, um den Querlenker entfernen zu können. Entferne dann das Ganze. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniere dich. Nimm dir die neue Spurstange zur Hand. Du findest die im Video verwendeten Bolkteile und Produkte auf der Website von Mr. Auto und als Link in der Beschreibung. Setze dann alle Elemente wieder ein und achte dabei auf die Einbaureihenfolge im Video. Oben auf der Koppelstange, Schraube, Federteller mit der Basis nach unten, Silent Block. Zwischen der Koppelstange und dem Querlenker, Silent Block, Federteller mit der Basis nach oben. Zylinder, Federteller mit der Basis nach unten, Silent Block. Unter dem Querlenker, Federteller mit der Basis nach oben, Mutter. Sobald alles zusammengebaut ist, schraube das Ganze wieder an, ohne es zu übertreiben, um die Silent-Blöcke nicht zu beschädigen. Du kannst nun den Querlenker wieder einsetzen und anschrauben. Du kannst dann die Räder wieder an deinem Wagen anbringen und dabei die Radbolzen gut einfetten. Stelle dein Auto wieder auf den Boden und blockiere die Räder gut. Vorgang beendet. Like das Video und abonniere dich. Das war wirklich cool.